Noch gar nicht lang hier angekommen, in unserer neuen Heimat bahnt sich bereits etwas an. Ein schwarzes Omen zeichnet sich ab und Udo möchte mit uns sprechen. Deshalb sag ich ganz schnell Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Final Fantasy 16, wo wir nun diesen Saal gleich verlassen, aber ich will erst mal ganz kurz gucken. Wand der Erinnerung, was haben wir denn da? Die Dinge, die wir hier gemeinsam gesammelt haben. Der Schwur. Ein Kristallsplitter mit zwei eingebetteten Dolchen, der an jenem Tag entstand, an dem sich Clive dem Versteck anschloss. Ein eindrucksvolles Erinnerungsstück an ein gegebenes Versprechen, eine geschlossene Freundschaft und ein hinterlassenes Vermächtnis. Ah, wie schön das doch ist. Und wie wir sehen, können wir ganz viele Erinnerungen noch hier schaffen. Nebst der ganzen Waffen, die dort noch lagern, werden wir diesen Ort womöglich noch vielfach schmücken. Ah, guck mal, sogar einen kleinen Couch haben wir da. Lebt der? Bewegt sich kaum was, oder? Ich glaube, der ist ausgestopft. Nee, so leichte Schwankungen sehen wir. Aber das spielt keine Rolle. Solange der gute Otto nicht ausgestopft ist, ist alles gut. Denn zu dem müssen wir jetzt. Aber erst einmal holen wir uns die Goblin-Münze und das schwarze Blut aus der Truhe. Warum haben wir denn sowas hier, bitte? Das ist ja unheimlich. Okay, Jill, das warst doch bestimmt du. Du hast ja doch den Spaß erlaubt. In die Post hatten wir schon geguckt gehabt und jetzt geht es raus in die Großhalle. Und von hier dann offenbar unten lang, oder? Ich gucke mal auf die Karte. Der Otto ist dort auf oder bei der Messe. Denn hier ist auch seine Theke. Da kommen wir ganz satt an, wenn wir hier lang gehen und dann rechts umdrehen. Ich muss mich erstmal hier vertraut machen mit dem Ort. Ich kenne ja noch gar nichts. Das ist ja alles neu. Aber die Zeit wird es bringen. Und Erfahrungen werden hier wachsen. Und nun dürfen wir den guten Otto einmal anhauen. Also Otto, was gibt's? Otto, 詳しい話を。 ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来てマーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。 ロザリアを治める属領総督府の名のもとでベアラーを匿う者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラーそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ていると、マーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。失うわけにはいかない。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。 現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。あ、すぐに出る。 Stimmt, da war ja was mit der guten Martha. Ein neuer Auftrag ist in der Nähe nun verfügbar. Finde die Fluchbrecher. Wo sind denn die? Wo können die sein? Wir müssen raus oder wie? Offenbar. Ja, es gibt hier tatsächlich noch einiges zu erkunden. Die Lage Valisteas, das sind alles noch weitere Hintergrundinformationen. Wie gesagt, dem werden wir uns noch annehmen, sobald wir erst einmal so langsam so ein paar Aufgaben gemacht haben. Hier unten wahrscheinlich lang, ne? Um rauszukommen. Ist natürlich ein weitaus schöneres Versteck als unsere bekannte Felsgrotte, in der wir zuvor waren, die nun ja leider nur noch Schutt und Asche ist. Allerdings kann ich mich hiermit doch ganz gut anfreunden. Direkt am Wasser gebaut, mit einem Rundumblick. Falls sich hier Feinde nähern, wissen wir genau, wie wir uns zur Wehr zu setzen haben. Und hier will irgendein Kundenträger auch noch was von uns. Wer bist denn du? Ach, Obolus. Ja, Herr Butschmann. Was ist los? Sprich dich aus. まったく弱ったな。どうかしたのか？私船の底に水が染みてきてやがる。黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞くが。隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、この船や桟橋なんかは野ざらしだ。
防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠けたらこのざまさ。それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか。Ja, das Pech. Das besorgen wir schon, ne? Machen wir. Ja, 協力しよう。お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。ありがとうよ。薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。ロザリアのクアールテール滝を知っているか？あそこにはシスルソーンって魔物が救ってる。奴の強粘液は水を弾くから補修に持ってこいだ。すまねえが手に入れてきてくれ。わかった、行ってみよう。Dann nehmen wir doch glatt den Auftrag mal mit. Denn wir müssen ja so oder so gehen und die Weltkarte aufmachen. Und vielleicht... Ja, nee, das ist leider nicht der Fall. Ich wollte gerade sagen, vielleicht decken sich ja die Aufgaben. Hier Drillingsschiff, da wäre noch eine Quest. Wobei, das könnte schon sein, ne? Marthas Rast, doch, das passt ja dann doch ganz gut, ne? Oder hier, nee, Quatsch. Da muss ich hin. Ja, dann machen wir es mit das. Komm, dann machen wir das mal hier. Nacheinander bringen dem alten Mann sein Pech. Damit er da was flicken kann und sich da wahrscheinlich dann auch auf seinen nackten Körper so ein paar Pechschlieren schmieren kann. Ist mir eigentlich grundlegend egal, was er damit macht. Hauptsache, wir machen ein paar dornige Disteln kaputt und verteilen ein bisschen blinde Gerechtigkeit. Das machen wir ganz besonders gerne. Oh, in Shidos Namen. Wird hier alles vernichtet. Komm schon. Ach, da ist auch die gute Jilson. Upsala! Da wurde ich aber gerade beschmiert von hinten. Lassen wir nicht zu. Da feuern wir jetzt noch ein bisschen was hinterher. Und erledigen das Distelgewächs. Und da hinten ist tatsächlich noch eine. Wie hast du das überstanden? Endliche Angriffe. Doch, es ist vergebens für die Gegner. Die dornigen Disteln sind erlegt und wir kriegen hier einiges an Erfahrung. Das ist ja fabelhaft, das ist richtig schön. Distelwachs! Eine klebrige Substanz, die man von den fleischfressenden Pflanzen des rosarischen Tieflands gewinnen kann, um rostige alte Männer richtig schön sanft zu schmieren. Das ist es, was wir brauchen. Und jetzt sollen wir es zu Obolus ins Versteck bringen. Machen wir in dem Zug und dann wisst ihr natürlich ganz genau, dass Martha auch nicht allzu lange auf uns warten muss. Wir wollen nämlich auch helfen. Das Helfersyndrom drückt sich da durch. Aber jetzt wollen wir erst einmal dem guten Obolus seine Güter bringen. Alles klar. Auf zur Weltkarte. Und von hier zurück in das Versteck. Let's go back. Trifft sich auch ganz gut, dass es recht nah an dem Ort war, wo auch das ursprüngliche Versteck zu finden war. Achso, guck mal hier. Alright. Also praktisch, da muss man nicht immer zwangsmäßig, wenn man von der Weltkarte hierher kommt, mit dem Fahrstuhl fahren. So erspart man sich doch zumindest 6 Sekunden. Das ist schön. Aber für Obolus mache ich das nämlich jetzt gerne. Alter Mann, da hast du dein Zeugs. Nutz es weise. Fünfmal Dieselwachs für dich. Bitte schön. お前の渡し船は隠れ家になくてはならない。今後も頼むぞ、オボルス。
Wie viel Zusatzinformationen man in der deutschen Übersetzung kriegt, ist schon wirklich, erstaunlich. Dinge, die man so nicht erfährt in dem Japanischen, ist einfach nur das Höfliche. Man hilft einem gegenseitig und wird es auch fortan tun mit seinen Diensten. Und hier wird an Soldaten für unvergleichlichen Mut auf dem Schlachtfeld verliehen. Abzeichen der Stärke, um sie zu weiteren Taten des Heldenmuts anzuspornen. Ja, das ist aber was, was ich gerne mal ansetzen würde. Vielen lieben Dank, alter Herr. Ja, wo haben wir das denn hier? Ausrüstung? Kann man da überhaupt was, Regen der Zeit? Ich hab ja Angst irgendwie, ne? Gunst des Feuers stattdessen, da mal hier den Greifenzopf mal ranhängen? Nee, ne? Abzeichen der Stärke? Das ist schon gut, das nehme ich jetzt. Aber nur, weil er es ist. Wäre es nicht von Obolus gekommen, ich wollte schon Romulus sagen. Nee, von Obolus gekommen hätte ich es nicht, hätte ich mir den Schinken da nicht ans Revers gehängt. Jetzt geht's aber zu Martha. Damit wir die nicht komplett zerfleddert vorfinden. Oh, hier ist aber einiges im Argen, ne? Ist auch weitaus düsterer als beim ersten Mal, wo wir da waren, um Gottes Willen! Aber nicht Martha, ne? Nee. Wer weiß, ja, kann ja sein, dass sie ihr da den Zopf abgeschnitten haben. Die haben liegen lassen im Blut. Die arme Frau. Hat die überhaupt einen Zopf gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wie die aussah. Egal. Martha! Was ist passiert? Lass mich hören. Shido, kite kudasattan desu ne. Haken sareta ishi no tsurugi というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか。ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は。いえ、具体的な場所までは。ただ、駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか、どうもこれまでと勝手が違います。Alles klar. Dunkle Wolken. Okay, den folgen wir. Aus dem Omen werden Wolken. Und der gute Cole, ja, der hat, glaube ich, auch ein Emotionsdefizit. Ein stark ausgeprägtes. Dass da irgendwie nicht wirklich was bei rauskommt. Obgleich der schrecklichen Entwicklung. Zambrek wa nani o takuranderu? Was plant Zambrek? Werden wir irgendwann sicherlich rausbekommen. Ich komme mit Jill, bist du da? Ja, müssen wir erstmal zum Kloster Saglamon. Ja, gut, da wollen wir unbedingt hin. Da hinten. Ach, jetzt wird wieder gekämpft, ne? Ich sehe schon wieder das stichwütige Insektenviechzeug hier. Killerbienen. In der Trauerbucht. Wobei, hier, warte, da können wir bestimmt richtig schön diese benutzen. Wow! Nicht sehr effektiv, aber egal. Ich hab's versucht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen mein Tonikum benutzt. Obwohl ich doch nur Tolga auf die Viecher hetzen wollte. Okay. Wird alles ein für alle Mal platt gemacht. Ein paar Reißzähne aus den Pflanzenkörpern gerissen. Und hier ist auch irgendwas Schreckliches passiert. Oha. Oh, Jemine. Martha. Kuraibu. Issoide Shudouin-e. Nani ga attan desu? Detan da. Kurokishi tachi ga detan da yo. Uwasa nanka ja nakatta. Kurokishi? Atashi o Kurokishi kara nigasu tameni Beara no minna ga tate ni natte. このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな。わかった。二人ともどうか頼んだよ。
Ist doch nicht der Rede wert. Wir sind doch da, um zu helfen. So. Die Schwarzschilde im japanischen Kudo-Kishi, also Schwarze Ritter. Oder Schwarzritter. Eher an der Stelle. Das ist hier jetzt die Bedrohung. Das Viech so hier. Vom Himmel, das geht ja gar nicht. Mich wundert es immer noch, dass hier die Hornissen, also das Flugzeug, Reißzähne verliert. Was ist denn das? Ich dachte, Insekten haben Mundwerkzeuge und keine Mäuler mit Zähnen bestückt. Egal. Sehr gut. Finale Verschreckung. Jawohl, genau das wollten wir. Jetzt aber ganz schnell, liebste Jiru. Meine Ifrit-Anzeige brennt schon, die lodert. Und ist bereit, gleich ausgelöst zu werden, falls es dort oben zum Kampf kommen sollte. Aber ich vermute mal, wir sind zu spät, oder? Ey, hier liegt schon, da liegt schon wer tot. Ja. Hier sind Spuren, dass gewütet wurde, sagt die gute Jill. Und dann geht es mal rein ins Kloster. Oh nein. なんてこと。クソ。貴様ら何者だ。ザンブレクヘ。マーサさんのところに押し入った中東兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪。粛清対象だ。 ベアラーもそれをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我らザンヤオを担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ、やるぞ。 Wie hat der gerade Martha genannt? Das ist ja unglaublich. Das war mir ja wütend, du. Das ist doch frech. Arme Frau so zu bezeichnen. Jawohl. Die schauen sich aber echt um, ne? Denke ich mal. So wie ich die jetzt hier vorknöpfe. Na? Kurzen Prozess machen wir. Das hat nichts gemacht, okay. Waren wir wohl zu weit weg. Ist aber auch Wahnsinn, wie schnell sich unsere Leiste wieder auffüllt, ne? Und so wurde die Rache erbracht, die Soldaten bezwungen. Und wir ernten mal richtig schön. Das ist es, die Beute. Mutterkrab! Was bringen die denn Mutterkrab mit? Haben das unter ihrer schwarzen Rüstung gehabt? Ja, wie du auch sei. Das war's gewesen. Oder kommt da noch was? Auftrag abgeschlossen. So schnell geht das. Na, sowas. Okay. Ja, das reicht für... Ein Stufenaufstieg 25. Na, das ist gut. Der Hauch des Windes, Krallschirm und blutige Haut. Ich dachte, das war der Typ, der am Altar lag. War das nicht der Abt? Hier bist du, du siehst aus wie ein Abt. Nur ein Abtkopf, du. Nee, ne? Aber davon abgesehen, wurde alles gekillt. Und hier gucken wir mal, ob er sich vielleicht versteckt hat in der Hütte. Hallo? Ist da wer?
ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人、まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ亡くなったわ。Na, ich bezweifle mal, dass man dem hätte noch helfen können. Der wäre ja sowas von abgeranzt. Nun ja, das war's. Und wir müssen weiterziehen. インチョー様たちの埋葬を終えました。しかし、ベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック町会橋のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとう、クライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。Alles klar, dann bringen wir ihn nun die verdiente Erlösung nach all dem Trubel. Auf zum Wasser. Sterbliche Überreste hat man gekriegt. Ja, das. Okay. Warum auch nicht? So, wo geht's denn lang? Hier, einmal ums Karree. Kommt denn wenigstens Tolga mit? Tolga! Weiß! Das ist eine Witwe! Eine finstere! Sogar zwei! Ja, jetzt kommt sowas aus allen Löchern hier. Das ist unfassbar. So, hätten wir es erledigt. Und dort vorne, bei der Zugbrücke, dort müssen wir womöglich in einem feierlichen Ritual die Asche, die Partikel der Toten hier ins Wasser gießen. Das werden wir machen. Jetzt geht's aber erstmal hier über Wald und Wiesen. Gehen wir ja mal durch am Rande lang. Ach, gucken, und irgendwas will bekämpft werden. Sieht aber auch bedrohlich aus, das Viech da. Oha! Ein Adiman! C-Rang. Adiman, okay. Ist das jetzt pflichtmäßig, dass wir das Ding bezwingen sollen? Berüchtigte Gefahren lauern hier. Ab und zu wird Clive auf Kreaturen treffen, die an Stärke und Gefährlichkeit fast allen anderen halt noch stärker sind, über alle anderen übertreffen, ne? Er muss sich solchen Kämpfen nicht stellen und kann jederzeit aus ihnen fliehen. Doch diese berüchtigten Gefahren sind ihm, bringt nicht nur Ruhm ein, sondern auch seltene Materialien, mit denen Ausrüstung herstellt oder verbessert werden kann. Ja gut. Ist ja auch nur Stufe 25, von daher gar kein Problem. So, Tolga. Zieh mal zu.
Jawohl. Jetzt wird erstmal das ganze Blitzgewitter hier entfesselt. Okay. Und damit brechen wir ihn. Und nun wird richtig schön abgerechnet. Aber er hat ordentlich Energie, das muss man schon sagen. Der zuckt ja nicht mal. Todesurteil? Klingt nicht gut. Oh, ganz und gar nicht gut. Da müsste ich wohl verschwinden. Sonst bin ich wahrscheinlich echt tot, wenn ich da drinnen sitze. Das heißt gar... Okay, das wollte ich nicht machen. So, alles klar. Adi, Mann. Na, lass mir das mal. Kein Todesurteil für mich, bitte. Da muss ich höchstwahrscheinlich schnell verschwinden. Sobald da dieser Zirkel entsteht. Boah, das hat weh. Aber gleich haben wir ihn zu Fall gebracht. Dann sind wir mal wieder dran mit Austeilen. Und das ist jetzt der Fall. Alles klar. Okay, das hat gut wehgetan. Ein weiteres Todesurteil, was er mir hier an den Leib hext. Oha. Auf jeden Fall hier ein bisschen ausweichen. Ja, gleich haben wir ihn erledigt. Jawohl! Genauso macht man das. Und die berüchtigte Gefahr ist damit gebannt. Es hat sich gelohnt, wenn man darauf blickt, was wir dafür alles kriegen. Sehr schön. Und das trotz des großen Auges. Nun ja. Der Weg zur Bucht hier ist eröffnet. Zu Redox-Sprung. Und hier sollten wir entsprechend mit den Überresten verbleiben und die Asche verstreuen.魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ。修道院の方は。ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっと。 Sehr gut. Jetzt geht es zurück zu Marthas Rast. Und dort wollen wir natürlich selbstredend nochmal nach dem Wohl von Martha gucken. Die ist sicherlich sehr mitgenommen und auch verwundet war sie ja.
gewesen. Aber die wird sich schon wieder erholen. Sag ich jetzt einfach mal so optimistisch, wie ich bin. Ich war Martha, das schaffst du. So, warte, da geht's ja mit dem Fahrstuhl hoch, ne? Ja, genau. Also derartige Kreaturen wie der Adiman eben werden uns wahrscheinlich jetzt öfters begegnen. In der freien Wildbahn, wo es dann ein bisschen gefährlicher wird. Aber das ist doch auch gewissermaßen die Würze, die damit einhergeht. Wenn man dann mal auch die ein oder andere Herausforderung hat, der man sich hier entgegenstellen muss. Jetzt gucken wir nochmal hier bei der guten Martha. マーサ、すまない。間に合わなかった。いいんだ、クライブ。コールから聞いたよ。ありがと。みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか。いつだったか。 客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。 だが目的は何だ？イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して、今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。 Der Auftrag wäre damit abgeschlossen. Erlösung wurde gebracht und wir werden sogar belohnt mit schwarzem Blut. Das ist aber sehr lieb. Martha. Jetzt geht's zurück ins Versteck, damit wir die Quest auch endgültig abschließen können. Machen wir hier unten, ne? Was ist denn mit dir los? Ach, guck mal! Rohan! Was willst du? あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野盗から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野盗に襲われたところを救われてな。きっとその時のやつらが報復しに来たんだろう。 Wie könnte ich da Nein sagen? Na, selbstredend, ein ritterlicher Vogel. Na gut, mein Freund. Idaro, das machen wir. この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。 Sehr schön. All das, was den Weg von uns hier pflastert, wird natürlich zugleich gemacht in einem Rutsch. Hier beim Drillingsschiff. Rosaria no Kokoro, donna chocobo nanda? Hier müssen wir womöglich
Gleich einmal die Biege nach rechts machen, oder? Irre ich mich da? Ne, ist richtig. Können wir abbiegen. Hier irgendwo müsste er doch sein. Spuren, ein weißes Teil des Federkleids. Folgen dem Federn hier bis dort vorne hin, offenbar. Aber die Schlimmfinger sind dort vorne und wollen sich an dem weißen Schokobo vergehen. ようやく追い詰めたぜ。3500を血で染めてやる。仲間の仇だ。そう白い羽を血で染めてやる。待て。なんだ、てめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそもなすっ込んでな。悪いが、それはできない。これも仕事なんでな。 Dafür gibt es natürlich eine Tracht Prügel. Da hätten sie wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass wir hier so wehrhaft sind. Alright. Schöne Entladung, die alles erledigt, und auch wenn er Nachschub kommen mag, in Form von Jagdhunden, da müssen wir gar nicht lang uns dran versuchen, die werden vernichtet. Komm schon. Ha! Und ein größerer Jäger auch noch. So, mit dir geht's direkt auf den Boden. Und so wurde er gebrochen. Für uns ein Zeichen, jetzt ernst zu machen. Offenbar auch für Jill, die hier fleißig mit Eismagie gegen er haut. So, halbtot ist er schon mal. Okay. Kannst du haben. Und er wankt. Also lange dauert es nicht mehr. Bis wir ihn wieder zu Boden gebracht haben. Und ihn nun ordentlich Schmerzen verursachen. So macht man das. Die Banditen sind bezwungen und Geschichte. 48 Erfahrung und all den Krempel, der dazu gehört, Stahlseide und Gierkäfer. Sowie das Wohl der Chuko. Mo, daijoubu da. Omae ga Rosaria no kokoro ka. Torugal ga natsuku nante. その目の傷、まさかあの時の。
やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。So erklären wir uns und schildern die Lage. Yare, yare. Rosaria no Kokoro ga anta no Chocobo datta to wa na. Chocobo wa mono oboe ga ii. Kitto, mukashi no anta no sugata ya tachi furumai wo oboete te, ore tachi wo mamotte kurete tan daro. Sore ni shitemo...珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい。いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした。あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。 Was machst du jetzt? Erzählst du deinen Freunden davon oder was? Oder wird etwa das tun, was ich hoffe? Ja, ihn besatteln und reitbar machen. Sehr schön. Do da. Kore de itsu demo ikeru zo. Iroiro to yodate de kurete kansha suru. Kore gurai touzen sa.ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか。なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。Sehr schön. Das hätten wir gemacht und somit einen ritterlichen Vogel als treuen Begleiter für uns gewonnen. Ambrosia Sattelzeug, ein Sattel- und Zaumzeug, beides Maßanfertigung für den Chocobo aus Clives Jugendzeit. Ambrosia, quä quä.Ist das Zitat, was da entsprechend mitgeführt wird. Und wir haben den Chocobo freigeschaltet durch diese Quest. Hat sich also gelohnt, das alles einfach mal gemacht zu haben. Und nach 18 langen Jahren sind Clive und sein Reitvogel endlich wieder vereint. Halte R3, während du dich im Freien befindest, um Ambrosia herbeizurufen und X, um aufzusteigen. Einmal lang gepfiffen. Oh, und das wird auch musikalisch entsprechend dann...Genutzt. Galopp geht hier anhalten L2 und absteigen dann entsprechend R3. Das ist praktisch, dass es so geht.
Ich hätte es eigentlich auch die Schnellreise nutzen können, ne? Um von hier zu verschwinden. Aber da wir ja jetzt den Chocobo haben, wollen wir ihn doch auch mal einreiten. Nach 18 Jahren ist auch einiges passiert. Aber ich muss aufpassen, hier sind Großhörner, um Gottes Willen. Ich laufe hier, glaube ich, komplett falsch. Lehmkrebse und allerlei Gefahren. Ich vermute mal, wir können Gegner nicht einfach überrumpeln und drüber laufen, sondern dass wir dann in einen Kampf gezogen werden. Schön! Absteigen geht natürlich auch. Und dann machen wir es, wie wir es gewohnt sind, die Schnellreise zum Drillingsschiff. Und übers Drillingsschiff verschwinden wir ganz ruhig nach draußen zur Weltkarte und zurück in unsere Basis, wo wir dann auf jeden Fall diese Quest abschließen werden. Doch nun müssen wir erst einmal diese Ankunft hier zelebrieren und zu Gav gehen. Das machen wir. Aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Wir haben angefangen mit einem Gespräch mit Otto, enden jetzt hier kurz vor dem Gespräch mit Gav. Und ja, ihr dürft jetzt auch nochmal kommunizieren, und zwar in der Kommentarzeile und ein Like da lassen. Abonniert, falls ihr nicht geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal anschaut, und es weitergeht bei Final Fantasy 16. Bis dahin, gehabt euch wohl, auf Wiedersehen und bye bye.